von meiner Seite, guten Tag. Wird eine schwierige Aufgabe, denn ich bin ein Externer. Also Betroffene ist eine Sache. Auch da muss man sagen, dass es natürlich auch als Externer hat man die Schwierigkeiten, die Herr Huckele beschrieben hat, nämlich also etwa über die 1990er Jahre. Also eines muss man sagen, also journalistisch berichtet oder Vorwürfe, in sei es jetzt konkrete körperliche Gewalt oder sexuelle Gewalt, über die wird, jetzt nehme ich einmal nur die Zweite Republik her, über die wird seit 1946 berichtet. Es gibt immer wieder Medienberichte. In den 70er Jahren, in den 80er Jahren. Es ist so, dass das also nicht völlig unbekannt ist. Dass man dann aber hergeht, dass das zu einem Thema wird, einer systematischen Aufklärung, die dann eben auch als Folge hat, dass es Entschädigungen gibt, dass es ein rechtliches Prozedere in diesem Zusammenhang gibt oder dergleichen. Das dauert immer sehr lange. Ich komme von der Seite her als Historiker. Nationalsozialismus hat das in verschiedenen Bereichen sehr lange gedauert und dauert noch immer an. Sowas gibt es. Unglaublich aber wahr, dass da gibt es eben eine große Verzögerungseffekte. Und das war auch so im Bereich jetzt der Häme und etwa. In den 1990er Jahren hat das niemanden, auch keine Wissenschaftler in Österreich interessiert. Gibt es nichts dazu. Ich glaube, ich bin schon ein Pionier, weil ich 2003 damit begonnen habe. Aber auch das war eine schwierige Sache. Aber dazu komme ich später noch ein bisschen ausführlicher. Es ist die Geschichte angesprochen worden. Da muss man einfach Sie haben selbst den Begriff schwarze Pädagogik verwendet. Was ist das? Das ist eine Erziehung, die darauf abzielt, den Willen des Kindes mit Gewalt, Zwang, Machtausübung, Manipulation und Erpressung zu brechen. Die Psychoanalytikerin Alice Miller ist damit bekannt geworden. Gemeiniglich sagt man Hochblüte 18. bis 19. Jahrhundert. Aber sie haben noch bis in die 60er Jahre hinein eine Reihe von Schriften, etwa in Referaten Erziehungsleiter, die in Referaten für Jugendrichtern darüber sprechen, die sich zu harter körperlicher Bestrafung bekennen oder auch im Fall von Kremsmünster etwa Leistung, Zucht, Strenge und Disziplin definiert wird in einschlägigen Schriften. Vielleicht haben Sie sich schon gefragt, warum sagt man eigentlich in offiziellen Schriften doch der Begriff Schrebergarten nicht mehr auf? Politisch korrekt heißt das jetzt Kleingartensiedlung. Das hat seinen Grund darin, dass man sich dem Schreber später aber doch angenähert hat. Er hat Erziehungsmethoden, nach ihm sind die Schrebergärten benannt, und er hat Erziehungsmethoden propagiert bis hin zu Fesselungsinstrumenten zur Vermeidung von Masturbation und ähnlichen, schwere Misshandlung. Alle seine Kinder sind psychisch krank geworden. Sein Sohn, ein Akademiker, Daniel Schreber, hat also eine Schrift verfasst, Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken. Sigmund Freud hat darüber einen Aufsatz geschrieben. Das war damals auch bereits eine Debatte, eben diese Erziehungsmethoden. Ja, Erziehungsanstalten gibt es in Oberösterreich, dort wo wir uns befinden, von katholischer Seite seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Vielleicht in dem Zusammenhang eine bekannteste österreichische Anstalt ist Eggenburg in Niederösterreich. Der damaligen Klassengesellschaft hat entsprochen, dass es dort mehrere Gruppen gab, unter anderem einen Zahlpavillon, wo sozusagen die Jugendlichen mit abweichendem Verhalten einen Diener hatten. Ludwig Wittgenstein war etwa dort, hat es aber dort auch nicht ausgehalten. In der Zwischenkriegszeit, man muss sagen, das war vorher schon, und auch in der Zwischenkriegszeit ist es so,
im Prinzip ja bis heute, Heime sind Ländersache. Das Prinzip, Jugendliche in Anstalten einzuweisen, Dressur, Disziplinierung, das gibt es, wenngleich man sagen muss, Wien war damals doch anders. Es gibt einfach eine Reformpädagogik, es gibt auch eine Debatte ab den 1920er Jahren. Das ist ein Faktum. Es gibt also auch Schriftum dazu und Appelle zur gewaltfreien Erziehung bereits in den 20er Jahren. Ist nicht Mainstream geworden. Über den Nationalsozialismus möchte ich nicht sprechen. Das ist nicht das Thema heute. Das führt aber zu ungeheurer Verrohung und das tangiert in der gesamten Gesellschaft, das tangiert auch das Fürsorge- und Erziehungswesen. In der unmittelbaren Nachkriegszeit war man mit enormen Problemen im Bereich Erziehung, Kinder, Jugendliche konfrontiert, elternlose Kinder, fragmentierte Familien, vaterlose Gesellschaft etwa in der Zeit 45 bis 50, Heimkehrer, dann haben Sie die Besatzungszeit, Amerikaner spielen da eine Rolle, Straßenkinder gibt es in den 1950er Jahren. Jetzt sage ich was, was den Herrn Huckele stören wird. Wenn ich sage, Erziehung, Bedingungen der Erziehung und Erziehungsmodelle sind in den 40er und frühen 50er Jahren nicht an heutigen Maßstäben zu messen. Seit 1947 ist körperliche Misshandlung von Kindern, glaube ich, Kollege Birkelbauer wird mir da zustimmen, untersagt. Und Vergewaltigung von Kindern ist immer untersagt. Das ist kriminell. Aber dennoch ist es natürlich so, dass eine Gesellschaft um 1950 nicht eine Gesellschaft um 2010 ist. Und natürlich muss man das aus den Zeitumständen, muss man die irgendwie in Rechnung stellen bei der Betrachtung einer Situation oder Sozialhistoriker. Ansonsten müssten wir an unserer eigenen Profession zweifeln. Geschichte ist ja überhaupt Unsinn und das, glaube ich, ist nicht der Fall. Man hat in den 50er Jahren ja auch spezielle Situationen, etwa Mädchen mit Kontakten zu US-Soldaten. Wenn die aktenkundig wurden, führt das ins Landesfürsorgeheim. Das ist etwas, was es heute nicht mehr gibt und eben den Zeitumständen geschuldet ist. Afroösterreichische Kinder wurden automatisch befürsorgt. Zu etwa auch dem Heli Kögelberger, der in Oberösterreich, glaube ich, fast allen bekannt ist. Heime in Oberösterreich gab es Schloss Würting, ein Mädchenheim, Klenk, das war die ehemalige Gauerziehungsanstalt, ein katholisches Heim, Leonstein, ein Heim des Landes Oberösterreich, ebenso Neuhaus, dann Wegscheid, Baumgartenberg, Haus Edelweiß und einige andere. Vielleicht ein Blick, bitte. Selbstverständlich. Dazu komme ich, warum ich über die Linzer Heime im Speziellen nicht spreche, aber gedulden Sie sich noch einen Moment. Die großen Heime sind untergebracht in zum Teil ehemaligen Schlössern oder Klöstern, etwa in Neuhaus, in Glenk. Hier ein Blick in einen Schlafsaal, damit Sie in etwa das Ambiente, da in einen Speisesaal, in denen jeweils strenge Regeln galten. Das zentrale oberösterreichische Heim, ein großes Heim mit tausenden Kindern insgesamt, war das Heim Wegscheid. Ich habe also damit auch eben um 2005 mit einem Forschungsprojekt begonnen. Da sehen Sie in etwa die Geschichte vorher, was untergebracht waren die sogenannten Fürsorgezöglinge in einer Artilleriekaserne untergebracht. Dann haben die Zöglinge, die Heimkinder, selbst ihr Heim erbaut durch Arbeitseinsatz, der obligatorisch war. Etwa 1952, da haben sie die Gleichenfeier 53 und dann haben sie etwa in einem Vortrag der Erziehungsleiter Karl Walter, das gibt es auch schriftlich, 1962 fest,
Es handelt sich um Fürsorgeerziehungszöglinge, die eingewiesen werden. Die Zöglinge kommen großteils aus Oberösterreich, zu einem hohen Prozentsatz aus den Städten Linz, Wels und Steyr und deren nächster Umgebung, aber auch ländlichen Gegenden und in gewisser Zahl auch aus den Bundesländern. Salzburg und Vorarlberg. Das Heim existiert seit 10 Jahren und wurde in den Jahren 52 bis 54 erbaut. Bei der Errichtung des neuen Zubaus wurden durch die Mitarbeit der damaligen Zöglinge, die nahezu alle Hilfsarbeiten verrichteten, etwa 1 Million Schilling eingespart. Die Zöglinge haben im wahrsten Sinn des Wortes maßgeblich mitgeholfen, ihr Heim zu erbauen. So der damalige Erziehungsleiter. 1 Million Schilling, das würde also jetzt geht in den in den Millionenbeträge von Euro heute hinein. War eine unbezahlte, sie waren auch nicht sozialversichert, die Betroffenen, die damals die Arbeit geleistet hat. Es konnte auch passieren, dass jetzt zur Thematik, welche Ausbildung jemand hat, es gibt es tatsächlich, dass also die ersten Sozialarbeiter aus belasteten Kreisen kamen. Und niemand sage auch, dass das nicht bekannt war. Es gibt also regelmäßige Berichte der US-Stellen, wo Sie etwa hier sehr deutlich sehen, Heimleiterin eines Heims, NSDAP, NSF, NSV, Blockfrau, also, und das wurde gemeldet an die oberösterreichische Landesregierung. Das heißt, das war bekannt. Da haben Sie etwa, der Hausmeister war vorher Blockobmann und Blockwart. Und es ist so, dass es diese Berichte gibt, und das spielt auch eben den Zeitumständen geschuldet eine Rolle. Ja, jetzt, dass es diese, es gibt dann immer verschiedene Gruppen unter den Erziehern, und dass es sozusagen eine Fraktion gab, die durch ihre Sozialisation in der NS-Zeit deutlich zu erkennen waren. Das ist ein Faktum, aber etwas, was über die Ausbildung hinausgeht, ist, dass man etwa ein Erzieher mit einem Helfer, der hatte Nazi hin oder her, er hatte 50 bis 60 halbwüchsige Jugendliche zu beaufsichtigen und hat hunderte Überstunden geschrieben. Das heißt, in jedem Fall war der überlastet. Proteste gegen das Heim, dass das also massiver in die Medien kommt, das ist in den 60er, 70er Jahren. Es gibt dann die Kampagne des Spartakus, vor allem gibt es also seitens der Studentenbewegung, aber Proteste, linke Zeitschriften fordern eine Änderung in der Fürsorgepolitik, und es gab immer wieder Reformideen und Reformversuche von kirchlicher, amtlicher, aber auch von politischer Seite, wurde aber nicht zum Mainstream. Es gibt dann immer wieder vereinzelte Aktennotizen, etwa 71 ist das so massiv in einem Heim, die haben keine Anstaltsordnung, es wird aber massiv bestraft. Das führt etwa dazu, dass die Salzburger Landesregierung keine Kinder mehr nach Oberösterreich einweist. So, was sind jetzt die konkreten Formen repressiver Erziehung in oberösterreichischen Heimen? Körperstrafen, Schläge, Misshandlungen, Demütigungen, Sprechverbote, etwa beim Essen, Aufessen, Besinnungsraum, das ist also ein eigener Raum, ein kleiner Raum mit dem Notdürftigsten, in dem man eingeschlossen war. Dann geschlossene Heime, etwa auch in Form einer Sicherung durch Stacheldraht, sexuelle Übergriffe, sexueller Missbrauch, Kaposysteme. Das ist ein Bild etwa aus dem Heim Wegscheid 1971, und hier sehen Sie eine Arrestzelle, ein Besinnungsraum, 4 Quadratmeter etwa, nochmals körperliche Züchtigung, Essensentzug, etwa in manchen Anstalten gibt es reduzierte Kost bis zu 7 Tage, Verlust der Privatsphäre, Sprechverbote, Einheitskleidung. Dann ein Kaposystem in den Heimen. Ich habe das geschrieben in einem
Buch, bin geklagt worden von einem ehemaligen Erzieher, weil er sagte, Kapo-System gab es nicht, das ist eine, bringt mich in die Nähe des NS-Systems, das ist Verleumdung. Er ist damit nicht durchgekommen. Hier ist etwa ein Beispiel, ich habe auch Kapos interviewt. Das war ein spezieller Typus Stubenältester oder diese Jugendlichen waren informelle Ordnungskräfte, wenn man so will. Die bekamen dafür bestimmte Privilegien und Belohnungen. Kapos und Gangs gibt es in Heimen. Mobbing war zuerst ein Begriff, der gefallen ist. Gezielte Demütigungen. Aber das Ganze konnte auch Ausmaße annehmen, die andere Dimensionen hatte. Einsperren in Kisten, gewaltsame Tätowierungen, sexuelle Demütigungen unter Jugendlichen. Es gibt ungeklärte Todesunfälle, wobei ungeklärt ist, eben in dem Zusammenhang, unter Wasser tauchen, Tümpfeln und Ähnliches, bis hin zu Todesfällen in Eckenburg, wo unbotmäßige Jugendliche von Kapos in eine Jauchegrube geworfen wurden. Auch in Internaten gab es ähnliche Systeme, vom Herrschaftssystem der älteren Schüler gegenüber den Jungen, das außer Frage stand, bis hin zu gewaltsamen Auftritten einzelner Kapos, bis hin zu kleinen Gangs, Banden, die ihre Mitschüler terrorisierten. In Kremsmünster etwa tauchte in einer Schülerzeitung die Eigenbezeichnung Gestipo, geheime Stiftspolizei, auf, eine Gruppe, die Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre aktiv war und dem Vernehmen nach mit der Konviktleitung in Verbindung stand. Sie sorgte mit strengen Regeln für Ordnung im Internat, laut Zeugenaussagen. Wieso sind derartige Verhältnisse quasi abseits der Gesellschaft möglich? Dafür sind sogenannte geschlossene Systeme verantwortlich. Es wird versucht, möglichst wenig Beziehungen zu haben und die Kommunikation intern zu führen. Als paradigmatisch können Jugendgefängnisse, psychiatrische Anstalten und Heime angesehen werden. Der Soziologe Erwin Goffmann hat auf die desozialisierende Wirkung der totalen Institution hingewiesen. Ein weiteres Beispiel in dem Zusammenhang stellen auch Internatsschulen dar. Jetzt Reformen. Es gab eine Reformbewegung ab den 1970er Jahren und es gibt auch rechtliche Schritte. In Oberösterreich 71 eine Anweisung des Landesrats, schwere, demütigende körperliche Strafen zu unterlassen. Das ist aber kein Gesetz, keine Verordnung. 1973 österreichisches Sozialhilfegesetz, Ende des möglichen Arbeitszwangs. 74 im Schulunterrichtsgesetz werden körperliche Züchtigung, beleidigende Äußerungen und Kollektivstrafen untersagt. Seit 1982 ist die Züchtigung oder erhebliche wörtliche Beleidigung auch im Bereich des Arbeitslebens verboten. 77, das vormalige Züchtigungsrecht der Eltern, wird beseitigt und 89 mit dem Kindschaftsänderungsgesetz wird das absolute Gewaltverbot in der Erziehung eingeführt. Die Anwendung von Gewalt und die Zufügung körperlichen oder seelischen Leids sind unzulässig. Wie gesagt, ich habe mich früh damit beschäftigt, 2005, 2006 einen Katalog produziert und eine Ausstellung. Dann wurde in der Folge diese ganzen Aktivitäten schubladiert, auch die Ausstellung. In Österreich ist es so, dass 2010 Heimkinderbiografien und ein erwachtes, nachhaltiges Medieninteresse dazu geführt haben, dass die Geschichte erneut Drive bekommen hat. Auch in Deutschland gibt es ja da Konjunkturen in dieser Angelegenheit. Ja, 2010 hat man mich eben dann zusammen mit einem Kollegen beauftragt, Aufarbeitung und Aufklärung Heimerziehung in Oberösterreich nach 1945. Und das ist der Grund. Nicht die Stadt Linz hat mich beauftragt, sondern das Land Oberösterreich. Der Auftrag war, sich in erster Linie diese Heime anzusehen, sicher auch insgesamt versuchen zu erfassen,
Welche Bereiche es sonst auch noch, wie es insgesamt um die Heimkindererziehung bestellt war. Und da ist Linz natürlich ein Thema. Das ist keine Frage. Im Zusammenhang hier ist allerdings das Thema Stifte, Klöster. Daher werde ich mir erlauben, da dann noch einige Forschungsdesiderata dazu anzubringen. Wie sieht so etwas aus? Versuche, es sind mehrere Personen daran beteiligt, eben eine Aufklärung, wissenschaftliche Aufarbeitung, wissenschaftliche Beschreibung zu betreiben. Theoretischer Teil natürlich dann die Ebene der Erfahrungen, das Leben der Heimkinder im Spiegel der Akten, das ist eine Konfrontation. Dann zum Innenleben der Heime, geschlossene Systeme, Personal und Behörden, gruppenbiografische Analysen der Einweisenden, der Erzieher und Erzieherinnen und schließlich Wahrnehmungen und Denkstrukturen seitens des Systems. In Oberösterreich haben wir mittlerweile 45 Interviews geführt, in erster Linie mit Betroffenen, aber auch mit Personen, die Bedienstete waren, Erzieher waren. Ganz besonders wichtig ist die Bearbeitung von Aktenbeständen, die gibt es und da muss man hinzufügen, das muss man sich immer erkämpfen. Personalakten, Disziplinarakten werden einfach nicht zur Verfügung gestellt. Für mich waren immer Personalvertretungen und Gewerkschaften absolut positiv besetzt. Im Zuge dieser Arbeit musste ich erkennen, dass nachhaltig blockiert wird, dass man zu diesen Akten kommt. Das ist ein Faktum, das ist in Wien so und das ist in Oberösterreich so gewesen. In Oberösterreich haben wir mittlerweile einen vollen ungehinderten, es geht auch darum, einen nicht gefilterten Zugang zu Akten zu erhalten. Das ist in Oberösterreich geschehen. Jetzt Desiderate der Forschung. Ich hatte da in erster Linie eben das heutige Thema der Internate beziehungsweise Bereiche. Zu Linz muss man sagen, die Opferschutzkommission behandelt auch Linzer Fälle, aber es gibt Fälle, ein Desiderat ist sicher die Aufklärung der Situation in Kremsmünster. Dann haben Sie etwa das Haus, das Gymnasium Dachsberg. Wer ein Schnellleser ist, etwa, es gibt eine Reihe von Zeugnissen über dieses Stiftsgymnasium, das sich in einem Punkt wahrscheinlich sehr harte körperliche Arbeit, es war eine landwirtschaftliche Ausbildung, wahrscheinlich von den anderen Gymnasien auch noch unterscheidet. Ein Blick in einen Schlafsaal, dann muss ich doch auch den Bereich Heime für Menschen mit Behinderungen ansprechen. Auch da gibt es Vorwürfe, St. Pius etwa in Beuerbach, Oberösterreich, Institut Hartheim, nicht die Gedenkstätte, das Institut Hartheim, denen eigentlich in einer Aufklärungsform nicht nachgegangen worden ist. Hier etwa in den 80er Jahren hat man sich darum bemüht. Es geht um massive Vorwürfe in nicht inkriminierten Artikeln. Damals die Aktivisten in der Sache waren etwa Volker Schönwiese und Günther Trübswasser. Seit 2011 bin ich in der Untersuchungskommission Wilhelminenberg tätig. Sie sind vielleicht ein Begriff, heute ein Hotel, sein Schloss, es gibt schwere Vorwürfe. Der Maximalvorwurf ist massenhafte organisierter sexueller Missbrauch, massenhafte Vergewaltigungen in Form von organisierter Prostitution als Maximalvorwurf. Tatsächliches vermeintliches Verschwinden von Kindern bis hin zu ungeklärten Todesfällen. Die Mitglieder sind Barbara Helige, das ist die Vorsitzende, Helge Schmucker, eine Juristin, ehemals vom Senatsvorsitzenden des Obersten Gerichtshofs, eine Psychiaterin, Gabriele Wörgötter und ich. Das Ganze hat ein großes Medieninteresse europaweit. Spiegelartikel und andere.
Wir haben auch ein relativ enges Korsett. Es gilt also auch 49 sehr, sehr konkrete Fragen, die der Wiener Landtag etwa formuliert hat. Etwa Punkt 2, wo es ganz konkret hat zu irgendeinem Zeitpunkt in dieser Zeitspanne der ehemalige ORF Hörfunkintendant Manfred Jochum dem Personal angehört. Also schon sehr detaillierte Fragen, die es zu beantworten gilt. Die Kommission ist kein Forschungsprojekt im herkömmlichen Sinn, sondern eine Untersuchungskommission. Es geht darum, wer war es, was ist vorgefallen, wer trägt die Verantwortung, Mitverantwortung, warum das lange Schweigen, warum Aufklärung erst ab 2011. Es mussten als Nebeneffekt auch andere Heime einbezogen werden. Aktenrecherchen, da mussten wir sehr hart darum ringen. Das ist eine wesentliche Arbeit und an die 200 Interviews. Und hoffentlich werden wir Ende Mai, Mitte Juni fertig. Ein Phänomen, und damit versuche ich jetzt auch gleich überzuleiten, zu meinem Nachredner. Ein Phänomen, wir haben es also immer wieder dazu aufgerufen, Opfer, Betroffene haben sich zuhauf gemeldet. Erzieher, Zeugen, zu dieser Zeit erwachsene Menschen, die etwas beobachtet haben, hat sich niemand gemeldet. Wir sind damit an die Öffentlichkeit gegangen, haben auch darauf aufmerksam gemacht, dass das also dann auch nicht in den Bericht Eingang findet und dass das natürlich auch analysiert werden wird, warum sich da absolut niemand meldet. Dann plötzlich sind wir mit relativ vielen Meldungen konfrontiert gewesen. Und bei manchen Personen, die zur gleichen Zeit im Heim waren als Erzieher und als Kind, glaubt man, die waren nicht im gleichen Heim. So mögen Sie sagen, ja, klar, wissen wir das zu Beobachtende ist vom Beobachter nicht zu trennen, aber damit muss ich dann als Wissenschaftler irgendwie umgehen, weil das ist auch eine Aussage. Aus der Sicht eines Historikers gibt es keine absolute Wahrheit, sondern eine Erinnerung an ein Ereignis, eine Geschichte wird erzählt. Juristen haben dazu aber eine andere Sichtweise, sehen das anders, die sprechen auch Recht in dem Zusammenhang, wo es dann Konsequenzen dafür gibt, wie es tatsächlich gewesen ist. Wir haben jedenfalls eine Spannweite bei diesen Aussagen von Jahrhundertverbrechen bis zur angenehmen Heimgemeinschaft. Das sind die Beschreibungen, die nach der Position und je nach der Position und der Erfahrung der Befragten oder auch der Desinformation, denn so etwas gibt es ja auch, dass man gezielt desinformiert wird. Das war ein kleiner Überblick meinerseits und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und da gab es sogenannte Rheinland-Bastarde, da gab es 200 bis 300 aus bunten Verbindungen geborene Kinder. Und die wurden sämtlich sterilisiert, unter Hitler vielleicht. Sie sagten, dieser Ausdruck Besatzungskinder hat diese automatische Befürsorgung auch Sterilisationsattacken oder sowas zugrunde gehabt? Meines Wissens nach nicht. Wir haben in Österreich in dem Punkt eine etwas andere Geschichte als etwa in der Schweiz oder in Schweden. Es gibt Zwangssterilisierungen natürlich auch in Österreich, aber gezielt auf diese Gruppe oder wie in der Schweiz gezielt auf die sogenannten Fahrenden hin, haben wir das in Österreich nicht. Danke. Wir haben ja am Abend, ganz kurz bitte, weil es sind wirklich über. Ja, guten Tag. Ich habe eine Frage, warum kommt da die Justiz überhaupt nicht vor in ihren Forschungen, wo doch unter den homosexuellen Paragraphen so viele missbrauchte Kinder zum Schein der Kirche verurteilt wurden? Naja, das ist, wie gesagt, Sie haben recht, dass Justiz wäre natürlich vom Forschungsansatz
etwas, was untersucht werden sollte. Den Auftrag in dem Kontext, was Sie da fordern, das ist Ihnen schon klar. Da müsste man einen Zugang zu ganz bestimmten Akten bekommen. Und also wir wurden nicht damit beauftragt und den kriegen Sie nie, würde ich mal sagen, oder nur sehr schwierig. Immerhin geht es ja darum, bei diesem Aktenzugang muss man ja auch bedenken, also für diejenigen, die die Akten hergeben, darum muss man das wieder relativieren mit den Gewerkschaftsvertretern oder so. Insgesamt ist es ja so, dass ich nicht sagen kann von vornherein, dieser Akt ist wichtig oder nicht wichtig. Ich muss sagen, oder wird dann gesagt, ja, Sie brauchen doch nur eine gewisse Zeitspanne. So ist es nicht, wenn 10 Jahre später ein Disziplinarverfahren ist oder so. Man braucht den ganzen Akt oder ganze Bestände. Und das will man dann eben aus Diskretionsgründen nicht hergeben. Aber der Historiker kann oder wer immer sich den Akt ansieht, kann nicht von vornherein sagen, was da wertvoll ist oder nicht. Und Personalakten von Richtern oder von Staatsanwälten, das ist eine sehr schwierige Angelegenheit. Allein den Personalakt oder Disziplinarakten im Bereich des Fürsorgewesens zu bekommen, ist schwierig. Wenn Sie eine Etage höher gehen, ist es noch schwieriger. Und das ist eine Sache, wo ich Ihnen zustimme. Aber dazu braucht man auch Material. Danke.